So, noch dieses unfassbar langen Intro. begrüße ich euch alle zu einer ersten Folge Baba is You mit mir, dem Robert. Ich fand das Spielprinzip eigentlich ganz cool. Ist halt so ein Puzzle-Game. Also, Baba, dieser, ich weiß nicht, was es ist, dieser Klecks, Hase, keine Ahnung, was es einfach Spinne. Ich weiß es nicht, wo hat nur vier Beine. Bin ich hier oben, Baba is You. Und es geht einfach darum, immer zum Ziel zu kommen. Hier, Fleck is Win. Dann kann man das Spiel so einfach immer mal die Level machen. Jetzt am Anfang lernen wir erstmal, die ganzen Spielprinzipien. Da kommt nämlich noch so ein Twist, den ich euch im ersten Level gar nicht gezeigt habe, den wir jetzt aber, glaube ich, lernen dürften. Der eigentlich ganz cool ist an dem Spiel. Und zwar haben wir hier zum Beispiel Wall is Stop. Und wenn ich das jetzt hier einfach kaputt schiebe, dann ist Wall nicht mehr Stop. Was eigentlich ganz cool ist hier, die Flag ist aktuell auch noch nicht Win. Das muss ich mir auch selber noch zusammenbauen. Wo ich gerade ein bisschen zu blöd für bin. So. Und dann kann man auch gewinnen. Ich hätte auch Wall is Win machen können, zum Beispiel. Aber eigentlich finde ich das Spielprinzip so eigentlich ziemlich cool. Das ist, glaube ich, wann ist das Spiel rausgekommen? Das ist auch nicht lange her. Das ist, glaube ich, erst im März irgendwann rausgekommen. Und jetzt haben wir jetzt hier Flag is Stop und Wall is You. Das heißt, ich komme hier nicht durch und ich bin die Wand. Baba as Win macht keinen Sinn. Es gibt nämlich aktuell keinen Baba. Baba ist immer dieser Hase. Der heißt wahrscheinlich so. Nehme ich mal an. Aber das Spielprinzip ist erstmal eigentlich relativ simpel. Auch wenn das Spiel hinterher doch ziemlich schwer werden soll, habe ich gehört. Bin ich mal gespannt, wie die Level später aussehen. Und wie komplex das Spiel noch wird. Okay, Baba is You, Wall is Stop haben wir. Dann haben wir Rock is Push. Kann man die Jungen herschieben. Da Water is Sink, den anderen sterbe ich einfach. Ja. Ich kann auch hier Züge zurücknehmen. Wenn ich möchte. Und Fleck ist Swim. Okay. Ich kann da eigentlich nur die Sache hier wegmachen. Da könnte ich ja theoretisch einfach. Den Rock zu Win machen und hab gewonnen. Und das ist eigentlich das ganze Spielprinzip. Hinterher kommen noch neue Sachen hinzu, neue Mechaniken und sowas. Ich glaube, es kommen später noch Schlüssel und sowas. Und andere Blöcke und sowas. Ich habe keine Ahnung, was noch kommt. Die ersten Level kenne ich schon so ein bisschen, weil ich habe das Spiel halt vorher angeguckt, bevor ich das jetzt aufnehme. Und die ersten paar Level kenne ich. Ja, und hier musste man mit Hilfe von den Blöcken das kaputt schieben mit dem Skull ist Defeat. Weil Defeat tötet halt mich, aber macht andere Blöcke nicht kaputt. Also die ersten paar Level kenne ich schon, deswegen renne ich hier ein bisschen durch. Aber ich kenne halt nur die Tutorial-Level, mehr kenne ich noch nicht. Das ist halt hier dieser Block, die Tutorial-Level. Die habe ich halt schon alle schon mal gesehen. Okay. Hier weiß ich aber nicht mehr, wie es geht. Ich muss irgendwie hinten auf die andere Seite kommen. Und Lava ist aktuell noch gar nichts. Doch, da unten Lava ist hot, haben wir. Tötet mich. Wall is Stop, aber es melt hier. Ich nehme mal an, dass Sachen bei Hot nur kaputt gehen. Ja, die gehen nur kaputt, wenn die auch schmelzen. Wie ging das Level denn nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich habe eine Idee. Ich könnte hier aus Lava es Push machen. Ich nehme an, geht das dann wahrscheinlich auch. Ja, aber nicht so. Ich kann halt nur drücken, ich kann Sachen nicht ziehen. Deswegen, wenn die dann irgendwo an der Wand sind, kriegt man die da nicht mehr weg. Es wird sich da einfach durchlaufen können. Ja. Das ist ja alles ein Tutorial bis jetzt. Ich bin mal gespannt, wie die Level später noch werden. Also wie man so ein Spielprinzip wirklich komplex umbauen kann. Aber ich glaube, ich kann aus dem Level hier nicht rauslaufen. Ne? Aber ist You. Über die Sachen komme ich, glaube ich, gar nicht ran. Rock is Stop, genau. Skull is Defeat, Flag is Win. Kann ich, glaube ich, auch hier sehen. Ja, hier unten stehen die Rules vom Level auch alle nochmal. Rules. Rock is Stop, Skull is Defeat und so weiter. Wer hat mich da gerade angeschrieben?
Luna, cool, das ist mein Tipp des Spiel, das Indie-Spiel des Jahres. Ich brauche das brauch das Passwort für Restream. Das weiß ich gerade leider auch nicht. Oh doch, eigentlich könnte ich erst nachgucken. Luna will heute streamen. Ich gebe ihr das eben, sonst sagt die wieder, die hatte keine Zeit. Ich bin sofort zurück. So, kann weitergehen. Ich habe nur das Passwort eben geschrieben. Sonst sagt die wieder, die darf. Sie hatte keine Zeit zum Streamen. Die schiebt ja schon seit Tagen vor sich her. Jetzt will sie, dass ich reingucke wegen dem Sound. Ja, das kann ich machen. Also, man ist halt erst tot, sobald man halt gar nicht mehr. Halt gar keinen hat, den man steuern kann. Deswegen konnte ich gerade mit der Mauer auch durch das Defeat gehen. Stirbst halt nur, wenn all deine Blöcke kaputt sind. Wie mache ich das denn jetzt? Also ich habe nur dieses eine hier Grasestop haben, war. Aber wir haben keinen Wallestop, das heißt, ich kann hier durchgehen. Aber wie mache ich denn Fleckes Wind daraus? Na, ich erinnere mich. Die ersten Level kenne ich halt schon da oben. Wir müssen das ist doppelt benutzen. Ich erinnere mich, so ging's. Ist schon ein bisschen her, dass ich mir das angeguckt habe. Ist ja bereits seit einem halben Monat oder so draußen. Ich habe auch schon seit Monaten, ich glaube, Werbung für dieses Spiel über Facebook bekommen. Gefühlt. Jetzt ist es endlich rausgekommen, fand das Spielprinzip damals schon cool, wo ich das erste Mal gesehen habe. Und jetzt kann ich es endlich auch mal spielen. Ich habe nämlich völlig verpennt, dass es rausgekommen ist. Ich habe es erst vor kurzem erfahren. Okay, was ist eigentlich das hier? Einfach eine Tür, da brauche ich drei Blumen für. Hier, wo ich die herkriege, weiß ich aber nicht. Und weiter als hier kenne ich das Spiel jetzt auch nicht. Ich kenne nur die ersten Tutorial-Level hier. Eins Lake. Was haben wir denn hier? Das ist eine andere Map. Okay. Icy Waters. Mal gucken. Was haben wir hier? Barbara is you and... Also es gibt auch and. Okay, das ist natürlich cool. Also Barbara is you and sing. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder sterben. Ja. Das, wie das meldet. Jetzt kann ich natürlich einfach rausnehmen. Dann komme ich an das Wall ran. Da oben haben wir noch Jelly is sink. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich auch einfach untergehen. Ja. Flag is win und Wall is stop haben wir noch. Das End würde ich ja theoretisch rankommen, das kann ich wieder wegnehmen. Ich könnte Wall in Barbara is you machen, hilft mir das? Warum nicht, damit könnte ich doch dann, glaube ich, hinten durchbrechen, wenn ich genug... Ich zuerst muss aber das End da rein. Das Ding brauche ich, glaube ich, nicht mehr. So, End da reinschieben. Und dann das Wall. Muss nur aufpassen. Jetzt habe ich das Wall da wieder weggeschoben. Wenn ich halt runtergehe, dann mache ich mir das wieder kaputt hier. Das ist weg. Okay, wie mache ich das denn? Ich muss mir das Wall dann nochmal wegnehmen. So, jetzt kann ich wieder nur Barbara steuern. Ich glaube, es gibt für jedes Level auch unterschiedliche Lösungswege mittlerweile. Die sind, glaube ich, so komplex, dass sich die Entwickler, glaube ich, die Level nicht mehr komplett ausdenken konnten. Okay, Wall is Stop haben wir. Star is Sing. Quark is Push. Skull is Defeat. Okay, hier haben wir noch ein End. Da hinten ist das Ziel. Aber raus komme ich hier, glaube ich, gar nicht. Wall is Stop kann ich nicht kaputt machen. Das ist außerhalb. Star is Sing. Crab. Ja, der Crab ist außerhalb. Wenn ich Crab... Aber Sparba kriege ich da unten nicht weg. Erst muss ich auf die andere Seite kommen. So, jetzt sinke ich hier schon nicht mehr. Aber wie kriege ich den Skull weg? Skull ist die Feed. Was ist denn, wenn ich da ist Sink and Push mache? Kann ich mit Sink denn die Feed kaputt machen? Geht das?
eben den hier. Sonst mache ich mir das hier alles kaputt. Also schiebe ich mal irgendwo nach links hier. Das muss ich erstmal das. Oh, Star ist Sink and Push. Dann kann ich es da wegschieben. Alles, was da reinkommt, müsste sinken. Aber geht damit der Skull. Okay, er geht wirklich weg. Cool, aber wie mache ich das jetzt hier? Crap. Raus komme ich ja gar nicht. Also muss ich irgendwie die Crap steuern. Oder kann ich irgendwie. Nee, das Fleckesfeld kann ich auch nicht ändern. Aber ich glaube, ich könnte mir das End darüber holen. Hm. Dann könnte ich Crap and Barber as you machen. Ja. Das Level war jetzt nicht ganz so schwer. Da bin ich mal gespannt, wie schwer die Level jetzt auch werden. Am Anfang sind die auch ein bisschen einfacher. Ich bin mal gespannt, wie viele Level das Spiel überhaupt hat. Darüber weiß ich gar nicht. Was? Keke ist Move. Ah, die wechselt die Richtung, wenn die an der Wand kommen. Okay. Love ist Win. Alge ist Defeat. Love ist Push. Gut, also hier oben kann ich halt nicht kaputt machen, weil ich kann die halt hier von der Wand nicht wegschieben. Wenn man das so sieht. Ich könnte halt nur was dran machen, zum Beispiel mit einem End. Das habe ich jetzt hier aber nicht. Ah, ich kann auch warten, okay. Aber theoretisch könnte ich ja einfach... Kickles Push hilft mir nicht. Oder hilft das was? Kann ich die in die Algen schieben? Das bringt aber nichts, die gehen nicht kaputt. Aber was ich auch machen könnte, ist einfach Love is Move. Also ja, weg. Ja, komm. So, Level 4. Pillar Yard. Was kriegen wir jetzt? Pillars. Pillars Push. Okay, Fleck is Win, Wall is Stop, Barber is Use, Stars Defeat. Okay. Wenn ich das hier oben, wenn ich das hier kaputt mache, habe ich halt keinen mehr steuern und habe verloren. So viel weiß ich auch noch. Okay, Pillar ist Push. Pillar ist U könnte man machen. Barber ist Push. Das Wall ist Stop kriege ich nicht kaputt. Das kann ich nur hoch oder runter schieben. Die Flagge kann ich nicht wegschieben. Ich nehme, ich kann nämlich keine Flagge. Ich habe auch kein End, ne? Aber ich könnte mich zum Pillar machen. Ja, Pillar ist you und dann könnte ich einfach einen Stern kaputt machen und mit dem zweiten da durchlaufen. Das dürfte gehen. Wir aber das einfach mal aus. Ich mag Puzzlespiele. Hab schon lange keine mehr gespielt. Okay, das geht nicht. Die Vieh zerstört einfach nur und geht nicht kaputt. Aber was ist denn, wenn ich das vorher da durchschiebe? Ach scheiße, da muss ich erstmal wieder Pillar als Push machen. Schieb den durch und dann mache ich Pillar erst zu mir. Das dürfte eigentlich gehen. Wenn ich jetzt Pillar zu mir mache, kann ich einfach ins Ziel laufen. So. Jetzt komme ich hier theoretisch auch weiter. Ich will aber erstmal Level 5 machen. Wir machen die der Reihenfolge nach. Macht ja sonst keinen Sinn. Oh, das ist ein kleines Level. Was haben wir da? Barber is you, Fleck is win. Boah, das, ich komme da auf gar keinen Fall rein. Ich habe keine Möglichkeit da reinzukommen. Wie mache ich das denn? Ich kann das Wallace doch auch nicht wegmachen. Keine Möglichkeit da ranzukommen. Die einzige Möglichkeit, die ich theoretisch hätte, ist... mich zu Fleck machen. Bringt mir ja auch nicht viel. Habe ich ja trotzdem kein Ziel. Und mir geht dieses Gewurbel von den Sachen in die Mega auf die Nerven. Ich könnte theoretisch. Geht das? Kann man auch. Wenn man das ist, kann man doppelt nutzen. Dann kann man ja wahrscheinlich auch. Oh, es klappt wirklich. Okay, gut zu wissen, dass das geht. Was ist das hier? Ich will erstmal die Level hier weitermachen. Leaf Lake 6. Okay. Ja, hier kriegen wir die Schlüssel, okay. Barber is you, wall is stop, door is stop. Door is shut. Okay, das heißt, Türen kann ich öffnen. Was haben wir noch? Da steht noch ein Rock 1, dann Fleck is win, keys open and push. Rock ist aktuell noch gar nichts.
Luna hat was vergessen, okay. Aber wir können erstmal den Key aufmachen und ich kann mir den Rock da rausholen. Theoretisch kann ich dann den Rock zu dem Key machen. So, wenn ich mir jetzt den Rock hier nehme, darüber schiebe und den Key austausche, dann ist der Rock Key und Push. Dann kann ich damit die Tür zu Flag öffnen. Was hat Luna denn da die ganze Zeit? Schaffst du es in 15 Minuten noch ein Subnet zu basteln? Nein, nicht während ich aufnehme. Okay, Level 6. Komm, das machen wir mal Level 7. Novus Locksmith. Was haben wir denn da? Key ist noch gar nichts. Key ist Push, Keys Open, Doors Shut. Barbers, You Door Stop, Water Stop. Theoretisch kann ich jetzt Key ist Push machen. Aber ich hab nur. Hier, Key ist Key. Was passiert denn dann? Gar nichts. Okay. Bringt das hier was? Ne, es bringt gar nichts. Aber Key ist Key geht theoretisch. Da reinschieben kann ich den nicht. Wenn ich den auf Open mache, dann kann ich den ja nicht mehr bewegen. Okay, wie mache ich das jetzt? Aber doch, ich habe doch ein. Ich kann doch leider hier theoretisch Keen machen, so wie wir es früher schon hatten. So, ich das ist einfach doppelt benutze. Und dann nehmen wir hier noch Key ist Push. Schau mal, wie kriege ich das auf die andere Seite? So. Das hatten wir auch schon mal. Du hast Schatten, kann ich einfach kaputt machen oder durchlaufen, oder? Nee, kann ich nicht. Du hast immer noch Stop. Also wenn ich Doors Open mache? Nee, das ist Shutters Open, das macht keinen Sinn. Vielleicht soll ich doch Door nehmen. Ich bin am Aufnehmen, Luna. Ich helfe dir eben, ich bin sofort zurück. Das lässt mich nie in Ruhe. So, da bin ich wieder. Ich habe mir eben Luna ein Thumbnail gemacht. Ich hoffe, dass ich habe mich beeilt, das waren 5 Minuten oder so nicht gebraucht, aber vielleicht 10. Okay, wo war ich denn? Ich wollte jetzt. Also, ich kam durch die Tür hier unten nicht durch. Deswegen wollte ich jetzt. Door ist. Door ist open. Mal gucken, was dann passiert. Nee, das ist ja nur für open von. Für Keys. Aber ich könnte einfach Door ist push machen. Dann kann ich die einfach wegschieben. So. Level 8 ist da unten. Guck mal, machen wir einfach Level 8 jetzt. Um ein Level geht noch. Nein, nur zwei. Guck, wie lange ich brauche. Was haben wir denn hier? Black is win, Barbers. You Wall is defeat. Ich sterbe es einfach. Nee. Ach, Wall is stop und defeat. Okay. Das heißt, wenn ich das hier wegmache, werde ich trotzdem sterben. Okay. Macht Sinn. Und Jelly ist stop. Ist es möglich, Wall ist Jelly zu machen? Tatsächlich. Aber ich habe keine Flagge. Was ist, wenn ich das jetzt wieder wegnehme hier? Was bleibt denn als Jelly, okay? Was ist, wenn ich jetzt einfach Jelly ist Win mache? Ich habe das Problem auch gelöst. So, gewonnen. Da muss ich ja ein bisschen umdenken im Level. Das war gerade ein bisschen mies. Area clear. Wieso ist die Area schon clear? Achso, weil ich nur 8 Level hier machen musste, oder wie? Ah, verstehe. Ich würde die anderen trotzdem gern machen. Rock is Rock. Okay, das ist natürlich klar. Ergibt Sinn. Flag is Rock. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich könnte Rock is Flag machen. Probieren wir doch mal das. Ist ein Flag is Win, ist auch okay. Rock is Flag stimmt nicht, weil Rock is Rock. Ah, okay. Das hier hebt sich gegenseitig auf. Das ist gut, dass ich die Level mache, so lerne ich noch ein bisschen was über das Spiel. Komm, ich will die anderen richtigen Reihenfolge. Ich will nicht Level 6 machen. Level 6 habe ich doch schon gemacht, hier. Return to Menü. Nee, das war falsch. So. Two Doors.
Zwei Türen, okay, was haben wir hier? Kick is you, doors shut. Key is push and open. Und Flag is win existiert aktuell nicht. Da. Hatch and door is stop. Wie schaut das aus? Hatch? Also Hecke wahrscheinlich ist das, oder was ist das? Keine Ahnung, aber das kriege ich ja theoretisch gerade nicht weg. Es sei denn, ich mache Door is shut weg. Kann ich da durchgehen? Nee, kann ich nicht. Achso, weil Door noch Stop ist, okay. Wenn ich hier reinschieben Schlüssel, bringt mir das ja nix. Ich muss also erst irgendwie hinkriegen, dass ich durch die Hecke durchkomme. Was denn, wenn ich mache Door is you? Komme ich zumindest hier rein, aber Fleck ist nicht win. Was bin ich zumindest die Tür da los? Kann ich da irgendwie, muss ich das doch wegkriegen? Okay, also Hecke werde ich wahrscheinlich niemals umbauen können. Genauso wie das hier kann ich auch nicht umbauen. Das ist ja auch Stop. Okay, das Level ist jetzt schon mieser. Irgendwie muss ich das Fleck des Winter hinkriegen, aber wenn ich das hier runterschiebe, komme ich da trotzdem nicht rein. Aber kann ich Star nehmen, Star kann ich nichts machen, okay. Theoretisch könnte ich aber, ich habe eine Idee. Dafür muss ich jetzt, die Tür kann ich nicht schieben, weil... Ich muss nochmal ein ganz Stückchen zurückgehen. Ich muss nochmal eben auf das Door is Juden gehen. Key is push. Ganz ein Stückchen zurückkommen. Da bin ich wieder die Tür. Und wenn ich jetzt. Das ist Shutter noch hinmache. Dann müsste ich doch. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich das mache, werde ich sterben. Dann ist vorbei. Das heißt, ich muss vorher. Aber die Tür kann ich nicht schieben. Das heißt, das klappt so nicht. Habe ich irgendwie die Möglichkeit, dann End mit einzubauen? Keke End Door is you? Ich habe keinen End frei, mit dem ich irgendwas machen kann. Also kann ich jetzt... Ja, die Tür kann ich nicht bewegen. Ich schiebe das einfach mal hier einen runter. Alles, da kann ich jetzt wieder alles bewegen. Also kann ich die Tür halt wieder bewegen. Wenn ich hier reinlaufe, bin ich halt tot. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da bin ich natürlich auch tot. Oh, das Level ist mies. Die Sachen kriege ich nicht kaputt. Ich könnte machen... Key? Hör mal, nee. Ich könnte machen... Nee, da kann ich gar nichts mit anfangen. Push Key ist... Key ist shut, das macht aber keinen Sinn. Das hier kriege ich nicht da schon, weil ich das da schiebe, bin ich halt tot. Das ist doch alles blöd. Das passt gerade alles einfach nicht. Wie kriege ich das denn hin, dass ich... Aber ich könnte das ist doppelt verwenden. Das müsste vielleicht gehen. Wenn ich das mache, Keke is you. Und das ist packen war noch... Ja, warte mal. Ich bin gerade verwirrt. Pass auf, ein Stückchen zurück. Oder komm noch ein Stückchen zurück.
Keke ist you und Keke, nee, und Dor ist you, muss ich machen. Dor ist you. Geht das so? Das steuere ich theoretisch beide. Jetzt habe ich aber keinen, der Shut ist. Das heißt, ich kann die Tür so aktuell nicht schließen. Deswegen muss ich noch. Ich muss irgendwie auch das Shot mit einbauen. Noch ein Is komme ich nicht ran, die Ends komme ich auch nicht ran. Ich muss irgendwie Keke und Door is you und Door is shut machen. Das geht aber nicht. Okay, wie kriege ich diesen blöden Schlüssel da weg und überlebe das? Das kann doch nicht so schwer sein. Was ist denn, wenn ich mache? Keke ist Door. Was denn, wenn ich das mache? Dann habe ich zwei Türen und keinen Keke mehr. Jetzt muss ich aber vorher das Door is you machen. Wieso habe ich jetzt auf einmal zu. Door ist Keke. Doch, jetzt habe ich das hingekriegt. Ich habe aus Versehen das hingekriegt, was ich machen wollte. Perfekt. Jetzt habe ich nämlich die brauche ich die Door nicht mehr. Und jetzt kann ich theoretisch Keke is you und Keke is shut machen. Und ich überlebe das. Muss ich das nur irgendwie vorsichtig machen? Und ich schiebe hier so viele Sachen immer durch die Gegend, was gerade ein bisschen nervig ist. Also das ist, muss jetzt hier runter. Keke ist shut. So, jetzt habe ich den einen weg. Ich wollte zuerst nämlich den Door hier hinten benutzen und habe vergessen, dass ich da links auch noch ein Door habe. Deswegen war ich gerade verwirrt eben. So, geschafft. Und das aber nur mit Glück. Und jetzt mit Glück beenden wir auch die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächsten Tage wird noch eine kommen. Ich hoffe, euch gefällt es. Bis dann. Ciao.